Heute spielen wir eine fette Runde Endergames und wir haben mal 30.000 Coins. Was bedeutet, wir kaufen uns ein neues Kit und ich dachte mir, ich probiere einfach mal das Kit Vampir aus. Wir zocken jetzt eine Runde Vampir, das Kit. Immer wenn wir einen Mob töten, kriegen wir 3 Herzen und wenn wir einen Spieler töten, dann füllt es uns unsere kompletten Herzen auf. Das soll relativ OP sein, vor allem gegen Teams kann man einfach einen wegklatschen und dann direkt den nächsten. Ja. Los geht's. Ah, lecker, 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 lecker. Oh, da waren noch ein paar Diamanten. Und los geht's, Leute, los geht's. So, wir müssen natürlich unseren Vorteil mit den Tieren nutzen. Immer wenn wir in der Nähe sind, müssen wir einfach ein paar Tiere killen. Ich meine, vor allem beim Endfight, beim Finale 1v1, dann sucht man sich einfach eine Location, wo ein paar Tiere rumgammeln. Und schon kann man anfangen zu rasieren. Ist echt OP, das muss man echt heftig nutzen. Okay, und Gomme ist gerade ein bisschen behindert, deswegen haben extrem viele No-Skins, also Noob-Skins. Ja, ganz lustig. Oh, okay. Oh, sexy. Delicious. Das heißt hier Instant Diamantbrustpanzer. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Es fehlt nur noch, dass vielleicht nicht so überlegt. Es ist gerade ein bisschen laggy irgendwie und das gefällt mir gerade nicht, wie sich der eine oder andere vielleicht vorstellen könnte. Zack. Okay, let's racing. Ich rasier dich. Digga, was willst du tun gegen den Boss? Komm, der Boss auf Ender Games ist hier. Hui. Und jetzt? Ah. Danke für die Pfeile, das ist vielleicht den Tod sogar. Hurensohn. Klar nenne ich dich dann Hurensohn. Ja, ist echt nice. Das geht. Aber ich krieg den Penner noch. Ich krieg diesen Obdachlosen noch. Yeah, Mann. Ah ja, und by the way, ihr habt ihn gesehen. Ich habe meinen Namen geändert wieder zurück in Akalpox, weil, keine Ahnung. Der Critical Fox HD Name, der wird by the way auch noch geändert. Bloß ich kann den erst in 20 Tagen wieder ändern. Ganz easy haben wir den gemacht. Wir könnten uns ein paar Gold Apples craften. Zack. Zacki. Ach ja, ich hab das jetzt völlig vergessen. Ich denke nur so, ja, schnell Leben generieren und schnell was craften dabei. Ah, ist nice. Ist echt nice. Vor allem Abstauber, Schützen. Ich halt mein Maul. Oh, my lady. Learn how you have to play with the boss in Ender Games. Los geht's. So. Okay, schauen wir einfach mal, wie wir uns schlagen werden. In der letzten Runde ist er schließlich auch ver... Fick dich. In der letzten... Oh ja, nice. Kisten, 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 Kisten. Okay, ach, fick dich. Kisten, Kisten, Kisten. Da unten ist noch was, komm schon. Dann ist auf jeden Fall schon mal ein Gold. Oh! Ein Goldbrustpanzer drin. Zack, 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 zack. Jetzt wird rasiert. Mr. Kaltpunkt. 3, 2, 1, let's go.
So Leute, ich blende jetzt ein kleines Gameplay ein, währenddessen rede ich noch über zwei Themen. Das war eine schicke, schnelle Get-Down-Runde, die könnt ihr euch by the way auch anschauen. Ihr müsst einfach bloß in den Chat das hier eingeben. Das ist eine kleine Get-Down-Runde und jetzt los. So Leute, und jetzt kommen wir noch zu zwei wichtigen Themen, nämlich Instagram und Facecam. So, ich werde höchstwahrscheinlich Facecam machen demnächst. Ich muss mir noch eine ordentliche Kamera kaufen. Und dann kommt auf jeden Fall Facecam, das wird nice, da könnte man ziemlich ausschauen und so, bla bla bla. Und dann kommen noch zu Instagram. Die ein oder anderen wissen es oder kommen sogar von Instagram auf den Kanal. Ich habe eine Instagram-Seite mit 3,2k Abonnenten. Ich hatte 3500, aber die sind jetzt hart gesunken. Habe, glaube ich, um die 200 Abonnenten verloren, weil ich sehr inaktiv bin, war oder immer noch bin. Das ist praktisch eine Minecraft-Fact-Seite, aber irgendwie ist das Ganze ein bisschen ausgelutscht und ich habe irgendwie keinen Bock mehr drauf und ich werde diese ganze Seite umkrempeln zu einer schwarzen Humorseite. Die ein oder anderen wissen es, ich bin ein sehr großer Fan vom schwarzen Humor und bin immer auf ein Späßchen aufgelegt. Also ich denke, ich werde die alten Facts oben lassen und dann werden demnächst die komplette Seite umgekrempelt. Wer Bock auf schwarzen Humor hat, kann da einfach mal vorbeischauen. Black Erkalpox heißt das Ganze dann. Und nehmt es nicht so ernst. Nicht, dass ihr jetzt gleich die ersten Moralapostel mir in den Hals scheißen wollen. Nicht ernst nehmen, Leute. Ich bin kein Nazi.